Virgin Software. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im Knast und nicht weil wir ein Verbrechen begangen haben, sondern wir spielen auch die Alpha von Prison Architect. Ein Spiel, das ich euch absolut empfehlen kann. Also gerade für alle, die diese alten guten Simulationen gerne gespielt haben, kann ich dieses Spiel absolut empfehlen. Es macht einen unheimlichen Spaß. Man sitzt Stunden da davor. Ich habe jetzt auch schon 2 oder 3 Gefängnisse. Am Anfang ist es sehr, sehr schwierig reinzukommen. Deswegen mache ich euch dieses kleine Let's Play hier, an dem ich euch nochmal so ein paar Kleinigkeiten erkläre, wie das Ganze funktioniert, wie man ins Spiel reinkommt. Und ja, ich hoffe, es bringt ein bisschen was, aber wir werden jetzt erstmal gerufen hier. Wir sollen ein bisschen was übernehmen, denn hier, der gute Mann hier wird uns jetzt hier verfolgen. Wir sind bei Prison Architect. Genau. Gut. Schauen wir mal, dass wir ins Spiel reinkommen. Das hier ist das Tutorial und hier kommt schon der Anruf vom CEO. Was will der schon wieder von uns? Ich habe eine elektrisierende Aufgabe für Sie. Oh, was für ein Wortspiel. Hier in dieser Anlage sitzt ein Gefangener, der im Falle eines Doppelmords schuldig gesprochen wurde und damit zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt ist. Ganz klasse, okay. Schon mal was von Menschenrechte oder so gehört? Nee, sicherlich nicht. Das ist der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Wir wurden nicht für nicht wenig Geld beauftragt, eine Hinrichtungskammer für seinen großen Tag zu bauen. Okay, wir sollen also ein bisschen was bauen, kein Problem. Da drüben. Wir wollen ihn also nicht lange warten lassen. Ich will, dass Sie hier das neue Gebäude bauen. Der erste Schritt bei jedem Projekt ist es, das Gebäude selbst zu errichten. Mit genug Platz für einen Hinrichtungsraum und eine kleine Zelle. Also los geht's. Errichte das neue Gebäude hier. Oh mein Gott. Wieso muss der so viel reden? Vergiss nicht, dass wir einen Eingang zu dem neuen Gebäude brauchen. Baue also bitte eine große Gefängnistür in die Südwand. Okay. Also, wir sollen zuerst mal eine Mauer bauen. Wir nehmen Beton. Kuschelt eher alles gleich viel, sieht aber auch besser aus. Einmal hier. Und wir brauchen zusätzlich eine große Tür, die wir hier unten reinsetzen. Und der ruft schon wieder an. Was will er jetzt schon wieder? Deine Arbeiter sind für den Bau der Gebäude verantwortlich. Ach echt? Sie werden Stahlstreben und Beton aus dem Lager oder frisch vom LKW holen und es zu der Baustelle bringen. Diese Rohmaterialien werden Sie nutzen, um das Fundament und das Gerüst zu konstruieren. Während deine Arbeiter dein Gebäude fertigstellen, hast du genug Zeit, um das weitere Vorgehen zu planen. Während wir warten, schau dich ein wenig um. Nutze WASD-Tasten oder die Pfeiltasten, um dich umzusehen. Und nutze das Mausrad, um näher oder weiter weg vom Geschehen zu sein. So, ich brauche eindeutig eine andere Tutorial-Stimme. Ich bin eh schon heißer. Und wir schauen uns um. Geht alles schön. Und unser Gebäude ist fertig. Sehr schön. In dem Gebäude soll neben der Hinrichtungskammer noch eine Zelle sein, wo die Gefangenen ihre letzten Stunden verbringen. Trenne den Raum in mehrere Räume auf, indem du zuerst Ziegelmauern ziehst. Okay, dann kommen jetzt hier wieder Ziegelmauern. Einmal hier, hier, hier und hier. Da oben sind auch schon unsere Aufgaben, die wir so ein bisschen zu tun haben in der To-Do-Liste. So, ich mache das hier ein bisschen schneller noch, damit das Ganze hier nicht zu schlimm wird. So. Ich dachte immer, die Türen müssen aufgehen, wenn Wachleute in der Nähe sind. Aber anscheinend gibt es hier noch einen extra Raum dafür, einen Überwachungsraum. Anscheinend nicht. Okay.
Füge jetzt große Gefängnistüren hinzu, um die Aufteilung zu vollenden. Um ein Objekt zu drehen, kannst du entweder die mittlere Maustaste nutzen, mache ich immer, nutzen oder drücke R. Gut, also zwei große Gefängnistüren, einmal hier, einmal gedreht hier. Und jetzt dürfen sie wieder losrennen, da kommt schon die erste an. So, das verwirrt mich jetzt gerade echt mit dem Türmodus. Egal. So, wir bauen beide ein. Da ist die erste, da ist die zweite. Und ja, nachdem wir beide Sachen jetzt widerlegt haben, erledigt haben. Das sieht doch annehmbar aus. Nun teile den Räumen ihre Aufgaben zu. Der kleine Raum unten links wird die Zelle für die zum Tode verurteilten Gefangenen. Die Hinrichtungskammer soll in den großen hinteren Bereich. Okay, wir gehen in den Raum. Wir sagen Hinrichtungskammer einmal hier. Und das kleine hier wird eine Zelle. So. Die frisch markierten Räume haben Voraussetzungen, bevor sie funktionieren. Zellen brauchen immer ein Bett und eine Toilette mit Wasseranschluss. Alles, was die Hinrichtungskammer braucht, ist einen elektrischen Stuhl. Okay, dann einmal. Also, elektrischer Stuhl oben rein. Hier kommt ein Bett rein und eine Toilette. So. Und jetzt brauchen wir ja eigentlich noch den Wasseranschluss. Aber ich glaube, das wird er uns dann eh gleich nochmal erklären. Die Räume hier oben, ja, sind ja auch noch nicht ganz so fertig. So. Er baut immer noch. Was ist mit den anderen? Wo ist mein Stuhl? Gibt's nicht. Na dann, komm, hier mach mal ein bisschen Speedy. Ach, Bit wird von außen geliefert. Sehr schön. Sie montieren schon und damit ist die Zelle eigentlich fast fertig. Jetzt, wie gesagt, noch den Stromanschluss. So, unser Chefi ruft wieder an. Was will er dieses Mal? Das sind die grundlegenden Voraussetzungen, aber es ist immer ein Raum für Verbesserungen. Der Rest liegt in deinem Ermessen. Kommt halt darauf an, wie sehr du dich um die Umgebung kümmerst. Die Zelle selber könnte verbessert werden, indem du ein Fenster mit Blick nach draußen installieren lässt oder ein Bücherregal in die Zelle stellst. Mit einem höherwertigen Bodenmaterial, wie zum Beispiel einem Mosaikboden in dieser Anlage, würde alles sehr viel besser aussehen. Im Außenbereich könntest du mehr Licht sorgen und um einen gepflasterten Zugangsweg, falls du das möchtest. Oh, ich krieg echt die Stimme nicht mehr ran. Ah, hier unser Verurteilter. Ist aber eigentlich nur Medium Security. Mit dem orangenen Leibchen. Das hier ist der Mann der Stunde. Edward Romsey. Früher war mal ein Lehrer. Kaum vorzustellen. Was soll's? Es ist nicht unsere Entscheidung, was mit ihm passieren soll. Das Gericht hat seine Strafe festgelegt. Wir sind nun hier, um unseren Job zu machen. Wenn du mit deinem neuen Gebäude komplett zufrieden bist, kannst du damit beginnen, den Gefangenen in seine neue Zelle zu überführen. Klicke ihn einfach an, um ihn auszuwählen und nutze dann die rechte Maustaste, um ihn vor die Zelle zu schicken, um die Überführung zu beginnen. Okay, wir wollen allerdings hier noch ein bisschen die To-Do-Liste abbauen. Das heißt, zum einen kriegt unsere Zelle hier ein wunderschönes Fenster, Außenblick. Na, muss auch nach außen einmal hier. Komm nochmal. Also sehen, wie es ihm draußen geht. Dann
hier nochmal am Wegesrand vielleicht zwei schöne Lampen. Sehr schön. Gut. Gehwegsplatten. Ich mag ja eigentlich die Betonplatten lieber. Aber es geht trotzdem schnell. Dann bauen wir hier einen schönen Gang hin. Einmal. Zweimal. Was ist mit dem hier? Okay, egal. Ich würde sagen, den Tötungsraum machen wir in so einem ganz sterilen Weiß. Und unsere Zelle sollen wir hier so einen Mosaikboden, schrille Fliesen, Marmorfliesen, ja. Normal in Gebäuden, schrille Fliesen. Steinplatten, Asphalt, Beton, Boden. Komm hier. Da machen wir so einen Metallboden rein. Einmal hier. Und er bekommt in seine Zelle. Da war doch so ein Mosaik. Hat er nicht irgendwas mit Mosaikboden? Doch. Genau, machen wir den einfach mal hier rein. So, sieht sehr schön aus. So, der Metallboden sieht natürlich auch sehr stylisch aus. Jetzt noch hier ein bisschen ausbauen. Und haben wir, ach, Bücherregal will er noch. Okay. Dann hier noch ein Bücherregal rein. So, kommt's, Jungs, habt ihr das im Lager? Dankeschön. Ach, ich guck, deswegen mag ich eigentlich lieber den Betonboden. So, die sind einfach. Die sehen einfach besser aus und sind besser zum Laufen. Draußen vielleicht auch noch. Wir haben hier noch die Kohle, dass unsere Jungs hier auch ein bisschen schneller das Ganze hier abarbeiten. Jawohl. So, dann haben wir das Ganze eigentlich. Baue einen neuen Weg zu der Anlage. Es fällt noch ein ganz kleines bisschen, aber das bringen unsere Jungs wohl offenbar von außen. Da auch noch ein Stück. Toll, jetzt ist unser. Ach, die wollen. Jetzt will er hier auch noch eine Gehwegplatte. Danke. So, nochmal von vorne. Verplempern wir unser ganzes Kohle da mit, oder was? Tatsache, es muss so ein Weg sein. Okay, dann können wir jetzt die Überführung starten. Der Gefangene wird nach draußen gebracht. Ein gerner Anruf. Er wird schon wieder der Sicherheitschef. Verschwende deine Tränen nicht für diesen Abschaum. Das ist nicht mehr als ein eiskalter Mörder. Er hat die Abscheulichkeit sogar gestanden. Willst du wissen, was er genau getan hat? Ziemlich kranker Scheiß. Es geschah um 23 Uhr. Die Straßenlampen beleuchteten bereits die Straßen. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Jetzt erfahren wir etwas über die Geschichte des zum Tode Verurteilten.
sie? Ich wusste, ich würde euch beide hier schnappen. Edward, ich! Klappe, halt einfach die Klappe. Oh mein Gott, was hast du vor? Ja. Zweifacher Mord. Es kann im... Ja. Er lässt die Tatwaffe auch natürlich noch liegen. Klar wie die Nacht, wenn du mich fragst. Er hat sich jeden einzelnen Volt verdient. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Bist du so im Klaren mit dir, dass du das ohne Bedanken machen kannst? Seine Frau mit einem anderen Typen zu erwischen, entschuldigt sein Verhalten nicht. Und er erschien mit einer bereits geladenen Waffe, wissend, dass er die beiden dort finden würde. Das ist geplanter Mord im Zweierpack. Er hat nichts getan, außer mit der Polizei zu kooperieren. Der Staat führt ein Exempel an ihm durch. Wenn er das gleiche Verbrechen 100 Kilometer weiter nördlich begangen hätte, würde er jetzt nur lebenslange Haft bekommen. Wie kann das Gerechtigkeit sein? Willst du jemanden wie ihn nach 25 Jahren frei auf die Straße laufen haben? Ich werde erst gut schlafen können, wenn ich weiß, dass er mit den Füßen voraus in diesem Gefängnis getragen wurde. Und da kommt er in seine Gefängniszelle, geht freiwillig rein. Und wir bekommen einen Anruf. Gute Arbeit soweit. Aber wie auch immer, es gibt ein Problem. Der elektrische Stuhl funktioniert noch nicht, weil er keinen Strom hat. Ja, das ist blöd. Du musst ihn also noch an das Stromnetz anbinden. Gut, hier sehen wir die Versorgung, unsere Anlage. Das hier ist der Versorgungsnetz. Der Versorgungsnetz. In dieser Ansicht siehst du die verlegten Kabel und Wasserleitungen. Jedes Gebäude in diesem Gefängnis ist mit Kabeln an das Stromnetz angeschlossen. Elektrizität ist durch den installierten Generator bereitgestellt. Wie du sehen kannst, ist dieser komplette Gefängnisflügel ohne Elektrizität. Sämtliche Lichter sind aus. Um dieses Problem zu beseitigen, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, um zu sehen, warum die Lampen aus sind. Die nächstliegenden Kabel sind zu weit weg. Unsere Arbeiter können die Lampen also nicht verkabeln. Erweitere das elektrische Versorgungsnetz den Gang entlang, damit der Gefängnisflügel ausgeleuchtet werden kann. Okay, Versorgung, Kabel legen. Und jetzt legen wir das Ganze einfach hier runter. Und dann gleich weiter in Richtung elektrischer Stuhl. Und den schließen wir dann auch gleich noch an. Sollen wir ja eh machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Wo bleiben unsere Arbeiter? Die haben wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel im Lager. Oder doch? Da sind noch genug Kabel da. Aber sie fangen natürlich aus der sinnvollsten Richtung aus an. Da, wo wir noch keinen Strom brauchen. Auch hier, der erste geht rein. Ah, hier kommt der andere. Unsere Küche ist auch voll besetzt hier.
Und der gute Karl-Heinz da oben, der legt einfach mal die Trommel hin. Und dann ist Feierabend. Ach nee. Schnappt sich die ganzen Sachen, aber lässt natürlich hier dazwischen ein Stück offen. Sehr gut. Kriegt man schon keinen Stromschlag. Schauen wir uns die Versorgung an. Ja, hier wird kräftig gebaut. So, fast alles schon fertig. Oben fehlt noch ein Stückchen, dass wir hier unsere Zellen noch ein bisschen erweitern können. Komm. Der gute Mann wartet da unten. Ja, endlich ein bisschen hier alles erleuchtet. Da freuen sich auch die hier in den Zellen, dass jetzt endlich ja auch. Wie Zellen. Ach so, da ist noch ein bisschen grau innerhalb. Und das letzte Stückchen fällt, glaube ich, hier auch noch. Und er baut es ein. Und damit ist alles auf grün. Und unser Chef ruft wieder an. Ach, wie immer. Nicht nur die Lampen brauchen Elektrizität. Der elektrische Stuhl braucht ebenfalls eine Stromversorgung. Nutze auch hier die Kabel, um die gesamte Hinrichtungsanlage mit Strom zu versorgen. Da der elektrische Stuhl eine große Menge Energie nutzt, musst du ihn direkt mit dem Kabel an das Stromnetz anschließen. Haben wir gemacht. Wir müssten jetzt soweit sein. Zuletzt sollten wir aber unser neues Spielzeug ausprobieren, bevor wir es nutzen. Ich werde es nur kurz einmal für ein paar Sekunden anschalten, um zu sehen, ob alles okay ist. So, er schaltet ein und was passiert? Kurzschluss, alles weg. Also das ging nicht gut. Scheint, dass wir zu viel Strom auf einmal gebraucht haben, als der Generator bereitstellen kann. Die komplette Stromversorgung ist zusammengebrochen. Wir müssen genug Kapazität haben, um die Stromspitze, die der elektrische Stuhl erzeugt, abzufangen. Zuerst müssen wir den Strom wieder einschalten. Dafür musst du zwei Schritte befolgen. Der erste Schritt ist, jeden einzelnen Kondensator wieder hochzufahren, indem du im Versorgungsmodus auf sie klickst. Zuletzt, du musst den Generator hochfahren, indem du auf ihn klickst. Baue danach drei weitere Kondensatoren, damit wir genug Saft haben, um den elektrischen Stuhl zu versorgen. Wenn du das getan hast, kannst du den Stuhl erneut testen, indem du ihn auf die gleiche Art aktivierst wie den Generator. So, also, den hier anschalten, den hier anschalten, der hier auch noch, so, so und den hier auch und damit haben wir wieder mal Strom hier. So, jetzt brauchen wir hier noch drei Kondensatoren. Die werden uns hoffentlich noch schnell geliefert. Okay, offensichtlich nicht von hier. Sondern die kommen. Ach nee, da der erste wird schon eingebaut. Der zweite wartet allerdings noch ein bisschen. Ach, da muss ein Einzelner jetzt arbeiten oder kommt hier oben noch ein LKW? Nee, da springt nur ein Arbeiter rum. Ach, die zwei haben die noch im Lager gefunden. Okay. Zweimal. So, beide sind da. Dann testen wir das Ganze einmal hier. Anschalten. Und Cheffi ruft an. Sehr gut. Ich schätze mal, wir sind fertig mit der Aufgabe.
Was nun passiert, liegt nicht mehr in unseren Händen. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Und das ist, was zählt. Versuch dich nicht über das zu sorgen, was als nächstes passiert. Okay, Augen zu. Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß es nicht genau. Ich muss etwas gestehen. Ich kann damit nicht in Ruhe leben. Du musst nur dir selbst im Spiegel in die Augen schauen können, was auch immer du getan hast. Du wirst den Konsequenzen nicht ausweichen können. Du wirst nie fähig sein, mit dir selber zu leben, solange du dich nicht deiner Vergangenheit stellst. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben und ich wünsche, dass sie mir vergibt. Gott wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest, egal was du getan hast. Aber du musst dich für dein Verbrechen vor den Augen des Gesetzes verantworten. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und so stellte er sich und kommt jetzt langsam in den Moment, wo er seine Strafe erwarten kann. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn man dir in dieser Welt nicht vergibt. Du wirst bald bei Gott sein und nur er wird final über dich richten können. Und die beiden Polizisten holten ihn ab. Er nahm sein Schicksal an. Edward Rumsey, du wurdest schuldig für den Mord an zwei Menschen gesprochen. Das Strafmaß sieht den Tod durch den elektrischen Stuhl vor. Irgendwelche letzten Worte? Susanne, es tut mir so schrecklich leid. Das war das Tutorial von Prison Architect. Ich fand es jetzt schon sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass nachher im Spiel auch noch mehr Geschichten kommen. Wir haben ja jetzt die Alpha.
Entschuldigung, ich muss mich nach den vielen Stimmen, muss ich mich jetzt kurz hier ein bisschen räuspern. Und ja, ich freue mich jetzt sehr. Wir werden von komplett auf, werden wir ein neues Gefängnis aufbauen. Und ich werde euch immer so ein bisschen erklären, wo man, ja, worauf es ankommt. Die Steuerung ist am Anfang echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, wir werden das gemeinsam, werden wir das schon schön schaffen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen weiterschaut. Vielleicht ist das Spiel auch was für euch. Dann findet ihr unten auch nochmal den Link halt eben, wo ihr das ganze Spiel jetzt dann auch schon hier in der Alpha antesten könnt und vielleicht euch auch sogar in die Entwicklung bei den Entwicklern mit einbringen könnt. Es ist schon jetzt total süchtig machend und ich freue mich total, wenn es irgendwann rauskommt. Gut, so viel bisher. Die nächste Folge folgt dann morgen und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!